Hallo Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12. Ja, wir treten gegen Leverkusen an, den Konkurrenten um den Champions League Platz, 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Jetzt hier erstmal noch die Pressekonferenz und da frage ich dich, lieber Timbo, wie so häufig, wie sollen wir hier vorgehen? Ja, gerade bei solchen Derbys sind das ja oft Schlammschlachten schon im Vorfeld der Partie. Da beschimpft die eine Reihenseite die andere und umgekehrt und man will sich verunsichern und man redet sich doch wieder stark und man redet sich schlecht. Also da kannst du eigentlich einwerfen in dieses ganze journalistische Blabla, was du willst. Ich glaube, die Teams sind eh so fokussiert, dass sie davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Man muss sagen, wir erleben im Moment so einen Aufschwung, den ich natürlich sehr gerne erhalten würde. Was hältst du denn davon, wenn wir Lukas Podolski nochmal loben? Wäre eine Option, oder mal Novakovic loben? Das kann man oder auch den versuchen. Saraza oder so. Das können wir versuchen. Für wen soll man denn mal loben, deiner Meinung nach? Können wir jeden Spieler von uns loben? Ach, wir müssen, was muss ich abbrechen? Dann muss ich auf Spieler gehen. Genau, wir können jeden Spieler von uns loben. Auch mal Gronkh können wir loben, aber der ist eh gut. War der eh schon Spitzenkeep immer. Ja, obwohl die Defensive heute auch krass gefordert sein wird, ne, gegen Leverkusen. Vielleicht Jeromel mal. Ja, vielleicht mal Jeromel. Ach, hier siehst du auch die Form. Martin Lanecke, der ist gar nicht so guter Form im Moment. Lukas Podolski ist in der Wahnsinnsform. Saraza könnten wir auch mal motivieren, unter 6,1. Ja. Können wir motivieren den mal, oder? Ja, hat im letzten Spiel auch getroffen, vielleicht hat er dann genau, einen ähnlichen Aufschwung wie Podolski. Und Saraza brauchen wir... Ach, jetzt haben wir den gewarnt. Ich wollte ihn eigentlich erloben. Naja. Warnt? Naja, sind wir mal gespannt, wie sich das auswirkt. Vielleicht hilft ja das bei Saraza, dann merken wir uns das. Die Tabelle sieht auf jeden Fall immer noch vielversprechend aus. Die anderen Spiele sind ja erst nach unserem letzten Spiel geschehen. Ja, wir können gerne nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Unbedingt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, einmal auf Ligatabelle. So, und Leverkusen sehen wir, die haben gewonnen ihr letztes Spiel und sind damit vorgerückt auf Platz 3 mittlerweile. Wolfsburg hat allerdings verloren und die haben nur noch 40 Punkte. Das heißt nur 5 Punkte Abstand und wenn wir Leverkusen schlagen, ist das definitiv nicht schlecht für uns. Dann sind wir auf jeden Fall 3 Punkte hinter Leverkusen. Also da wird es nochmal richtig haarig hier zum Ende in den letzten Spielen. Wie viele Spiele haben wir denn noch? Noch 12. 12 Spiele noch. Ja, und wir sehen Dortmund, Stuttgart und Hoffenheim mit 33 Punkten, die lauern auch alle noch. Alle. Ja, das war der Blick auf die Tabelle. Jetzt wird's ernst. Gegen Leverkusen, gegen Bayer Leverkusen, das ist wie gesagt nicht nur ein Derby, sondern da geht's richtig puppichtig jetzt um Punkte, um bare Münze sozusagen, ja, da geht's hier im virtuellen Fußball. Um internationale Plätze geht's da. Internationale Plätze und da wollen wir hin. Zu den internationalen Plätzen. Sind wir ja sogar. Wir sind auf Platz 6. Wir haben den UEFA-Cup-Platz, haben wir uns schon ergattert mittlerweile. Vielleicht drückt der Manager da auch mal ein Auge zu, wenn wir jetzt nur 5. oder 6. werden. Ich meine, da haben wir es ja fast erreicht, das Saisonziel. Ja. Ein Champions-League-Platz für den 1. FC Köln als Auflage, das ist natürlich auch schon Wort, muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber wir haben den Manager-Modus, da spielen wir ja ebenfalls als Profi oder so, oder vielleicht sogar Weltklasse, ich weiß es gar nicht genau. Und deswegen ist das natürlich auch so eine harte Auflage, die wir ja bekommen haben. Naja, wir wollen mal loslegen. Welche Trikots nehmen wir denn? So, weiß gegen schwarz? Ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir ein Heimspiel, das trifft sich ganz gut. Können wir ganz selbstbewusst mit 9 Punkten im Gepäck, die wir jetzt aus den letzten 3 Spielen geholt haben, können wir in die Partie gehen. Also eigentlich können wir hier nur gewinnen. Und trotz Timbos Verletzung immer noch eine sehr starke Mannschaft. Timbo heute natürlich dabei wäre noch viel besser, weil den könnten wir hier gerade in diesem Spiel natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Bayer Leverkusen schon 1904 gegründet worden ist. Fällt mir gerade echt zum ersten Mal so wirklich auf, dass da 1904 drauf steht, ne, auf dem Logo. Ja doch, ich wusste das. Also aber ist ja schon lange her. Ja. Ich glaube, sind aber erst seit wann gibt's den denn? Wen? Den Chemikalienverein da. Das pharmazeutische Unternehmen Leverkusen Bayer. Ist halt noch nicht so lange in der Bundesliga, ne? Das ist der Unterschied. Ja, seit wann sind die da? Sind die mit Bayer Uerdingen? Gab's ja auch. Oder gibt's ja noch. Aber Bayer Uerdingen ist jetzt der FC Uerdingen. Ja. Die sind ja nicht mehr Bayer. Ailton hat da gespielt. Ja, genau. Ailton hat da gespielt. Aber die hatten ja auch früher in Bayer. Waren die auch in Bayer, eine Bayer-Mannschaft, eine Werksmannschaft. Ist es aber nicht mehr. Die haben irgendwann umgestellt. Vielleicht weil der Konzern da weggezogen ist oder was weiß ich. Ich kenne die Geschichte nicht zu lange. Der KFC Uerdingen sind sie dann geworden. KFC Uerdingen. Naja, wie auch immer. 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. In der Century Park Arena natürlich nicht, sondern, wie heißt das Stadion nicht? Im Rhein-Energie-Stadion. Richtig, in Köln-Müngersdorf. 25. Februar 2012, Anstoß 15:30 Uhr. Der Schiedsrichter ist Dietmar Schönleben, der mit dem Schönleben, ne? Schönlebe. Mhm. Er führt einfach wundervoll. Er hat einfach alles. Porsche ist Schiedsrichter bei der Bundesliga, kann zu jedem Spiel umsonst hingehen, ja. Ja. Eine wunderschöne Wohnung, ja, mit Pool auf dem Dach. Und sowas alles. Lebt in den Stadien der Welt. Lebt in den Stadien der Welt. Ja.
ein schönes Leben einfach. Profi, 6 Minuten trocken und beim FC, da spielen Gronkh, Fritchen, Sireno, Jeromel, Sascha Rita, Martin Lanik, Peschko, Phelps, Sarazar, Novakovic und der Prinz von Köln höchstpersönlich, nämlich Lukas Podolski. Auf der Seite von Leverkusen treten im Derby an Adler im Tor, davor Castro, Reinhardt, Toprak, Katlet, der übrigens gegen Barcelona getroffen hat, ne, in der Champions League, wollte ich nochmal erwähnen. Michael Ballack spielt tatsächlich hier in der Simulation, echt kriegt er die Chance leider eher nicht. Sidney Sam ist da noch dabei, Banetta, Ortega und André Schürrle soll vorne Druck machen. Interessant übrigens auch nochmal die Information, dass wir im Pokalspieljahr gegen Bayer Leverkusen rausgeflogen sind. Leverkusen konnte dieses Spiel mit einem 1:0 für sich entscheiden. Ja, ich erinnere mich, es war nicht so schön. War eine recht düstere Gegebenheit. Scoutbericht Bayer Leverkusen, 4-2-3-1, die Aufstellung und die letzten drei Ergebnisse präsentiert von Timbo. 2-0 Sieg gegen Augsburg, das ist Standard und souverän für Leverkusen. 1-0 gegen Dortmund gewonnen, oh la la. Und 1-1 gegen Stuttgart ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis. Also die haben einen ähnlichen Lauf wie wir. Ja, ebenfalls Aufwind und das ist nicht gut für uns, das ist wahrlich nicht gut. Allerdings haben wir das Heimspiel, wir dürfen uns heute nicht verstecken. Wir dürfen uns sowieso nicht verstecken. Wir müssen jetzt Zähne zeigen, wie die Wolfsburgers normalerweise. Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns verstecken, sehen wir auch nicht so viel am Monitor, ne? Ja, das wäre auch ein Problem. Also unter dem Tisch, ich weiß nicht, wie das läuft. Könntest du mir höchstens irgendwie sagen, wo ich dann hinrennen soll? Ja, es wird schwer. Nur per links, Ton links, wird schwer. Links, schade. Wäre aber witzig, ne? Let's play blinde Kuh. Let's play FIFA blinde Kuh. Let's play FIFA blind auf Superschwierigkeitsgrad. Ja, mal das gucken, ist bestimmt wie man lustig. Mal gucken, was da passiert. Das können wir ja mal als Special machen irgendwann. Ich glaube, die Leute würde es gefallen. Blind gegeneinander zocken? Blind gegeneinander zocken, super. Die Augen verbinden und dann loslegen. So, genau wie wir jetzt loslegen mit der Bundesliga. Präsentiert von eSports. Los geht es hier, der FC. Cole Phelps, der coole Mann hier zu sehen. Der alte Schnüffler, bekannt aus L.A. Noir. Und hier sehen wir Ortega, die Nummer 17. Zimmer drauf. Cole Phelps ein bisschen untergetaucht in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Von dem sieht man nicht mehr so viel. Früher ging von, er ist ein bisschen defensiver eingestellt, ein bisschen auf Ruhe bedacht im Mittelfeld. Früher hat er mehr Druck gemacht über die Außen. Gerne mal ein Türchen erzielt, das sieht man mittlerweile. Ja, der wurde geblitzt mit dem Auto. Und jetzt darf der sich nicht so oft zeigen. Weißt du noch, wo ich mal geblitzt wurde und mich dann versteckt habe? Wochenlang der Boden. Das weiß ich auch noch. Ja, stimmt. Hat geklappt, Leute. Kann ich nur empfehlen. Nee. Das war echt eine brisante Story. Zweimal an einem Tag. Einmal Rotampelblitzer und einmal dreist zu schnell. Da bin ich richtig durchgezogen. Also ich empfehle es keinem weiter. Bitte macht das zu Hause. Du bist absolut kein Vorbild. Nee, in dieser Beziehung absolut not. Ne? Aber nimmst du nicht übel. Ich habe nichts gezahlt. Hab Aber das lag auch nur daran, weil das Auto nicht auf mich angemeldet war. Ne? Das sind nur die Fakten, die ihr bei so einem FIFA-Let's Play. Fahrt nie ein Auto, das auf euch angemeldet ist. Ja, das ist das Problem. Das ist ganz schlecht. So, guck mal auf die Mannschaft hier. Ballack vor der Abwehr ist natürlich nicht leicht zu überwinden. Aber so, ja. Hey, los geht's. Und da steht direkt schon 1:0. Schön, und wir passen uns aus. Ja, wollte ich erstmal klären. Weil der so untertaucht, weil der geblitzt worden ist, hat er gedacht, muss keine Aufmerksamkeit erregen. Ich muss den Ball schnell wieder loswerden. Boah, da spielen die schon so schön körperbetont, schirmen den Ball ab. Okay, da müssen wir jetzt richtig aufpassen hier. Leverkusen, ein nicht zu unterschätzender Gegner. Guter Angriff hier in der dritten Minute von Bayer Leverkusen. Sireno jetzt am Ball zu Peschko. Schön weit durchgezimmert, die Pille zu Novakovic, der langsam ist. Schneller ist. Ja, nein, nicht richtig schneller. Hat ja auch einen kleinen Vorsprung, der Bursche. Michael Ballack. Ja, der macht das natürlich souverän da. Ist ja ein alter Hase. Obwohl er im Moment, glaube ich, damit zu kämpfen hat, dass er nicht mehr so gefragt ist, der gute Micha, ne? Ja. Im Moment kriegt er keine Chance. Und er würde ja auch, habe ich gehört, gerne mal in Urlaub fahren. Ja, ach so, jetzt verstehe ich, ja. Verstehst du den Witz, ne? Wegen der Werbung, ne? Ab in den Urlaub. Da finde ich übrigens diesen einen Spot, wo die da auf dem Operationstisch liegen, sehr, sehr cool. Ja, der ist super. Wo der Typ dann plötzlich da aufspringt und der, selbst der operiert wird, ab in den Urlaub sinkt. Vorsicht! Ach! Sowas dürfen wir uns nicht leisten gegen Leverkusen. Wirft man da nicht mal schnell ein. Normalerweise hat man hier doch immer die Möglichkeit, schnell einzuwerfen. Vorne weht der Stürmer. Novakovic ist nicht am Start. Sarazar jetzt hier. Schöner Pass. Novakovic! Was macht er da, der junge Mann? Ruhig nochmal über außen. Oh!
Schade. Hätte ich nochmal über außen gespielt, wäre sicher. Okay, nochmal. Außen jetzt hier. Wir haben viele Leute da. Seine Lücke ergibt sich zu Lukas Podolski. Pams! Schade. Irgendwer hat den da mit der Hand abgeblockt, habe ich doch gesehen. War doch ein Armschuss. Schöner Kopfball. Weiterhin über Sarraza. Der passt ganz clever durch. Frech, wie er ist. Nochmal zurück. Novakovic. Ah, oh, der war billig. Ja. Schwacher Schuss, obwohl die Lücke Bremen, da war. Bremen führt 1-0 gegen Nürnberg. Also das heißt, Nürnberg wird unten ganz schön durchgereicht. Ja, und solche gewonnenen Zweikämpfe, die geben Auftrieb. Schön. Haben wir jetzt ganz gut gespielt. Podolski, der gute Lukas. Keine Ballverluste hier, keine unnötigen. Das ist das A und O, glaube ich, in diesem Spiel. Sowas eben nicht. Genau, oh, das meine ich. Oh Mann, das war auch noch voll blöd, weil ich da nicht mal hingelenkt habe. Ah, da könnte ich Schöle. Nein! Ja. 1-0 für ein Fehler Leverkusen. Wird direkt bestraft gegen Leverkusen. Schade, schade, schade. Schürrle zieht dadurch die Nummer 9. Ah. Eigentlich hatten wir uns da vorne ganz gut passiert. Deprimieren, aber Novakovic, der geht nicht auf. Schön. Oh, Lukas Podolski kommt nicht an die Pille ran. Aber der Flankenball war doch echt souverän. Nochmal jetzt hier, nochmal. Peschko. Und das, obwohl die Kölner eigentlich den Ton angegeben haben, haben wir hier die Pille kassiert wegen so einem unnötigen Rückpass, wo ich eben noch eine Predigt gehalten habe, dass sowas nicht passieren darf, ja? Und zack, ist das Spiel wieder zerfahren. Und ich muss sagen, ich habe mich mal dahin gepasst, ja? Das war das Beste. Da wurde wieder von dir dieser Auto-Aiming-Kacke. Ja, obwohl wir das ja so gut wie ausgestellt haben, aber... Boah, heilige Kacke. Na, schade. Kotlet. Seite Kotlet. Vanetta. Ballack. Der klebt am Lack. Der klebt einfach am Lack. Ja, das ist stark gespielt. Ja, ist zu weit. Hat trotzdem sehr schöne Spielzüge. Und Sarraza und Peschko, die gucken sich das Ganze nur an. Ja. 31. Minute. 1-0 für Leverkusen. Schön. Ach. Kacke. Und das eigentlich ein bisschen deprimierend gerade. Denn so schlecht haben wir gar nicht gespielt. Zu Beginn des Spiels. Wir haben gekämpft. Ja, gefightet. Aber zu unkonzentriert wieder. Die Pässe und alles. Ganz so ruhig. Schön. Der kommt durch. Pam. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Lanik, der macht ihn. Der macht ihn, der Martin. Ach, oh. Wohin? Wohin wollt er denn da? Wohin wollt er denn da, der Gute? Ah, ein bisschen auch mein Fehler, denke ich mal. Jérôme hält ziemlich weit nach vorne gezogen. Schöner Pass zu Novakovic. Wer sieht Lukas Podolski da hinten frei stehen? Pass zu ihm und das ist die Chance. Ja! Wunderbar. 39. Schön. Die Nummer ganz 10. Wichtiger Ausgleich. Boah, Junge. Aufsetzer in die lange Ecke. Muss man nur noch ein Türchen schießen jetzt. Und dann das Ergebnis halten. Und schon haben wir das Spiel für uns entschieden. Schöne Flanke hier von Novakovic. Ich habe ihn wirklich gesehen, den Lukas, wie er da frei steht. Ja, ich habe es auch gesehen. War der Mann vorher, dass er vor dem Abwehrspieler stand. Genau, war eine super Sache. Und da sahen sie alt aus, die Leverkusener. Verdientes 1-1. Da sahen sie alt aus wie das Bier in Düsseldorf. Genau so. Schade. Ey. Da wurde aber Peschko auch ordentlich umgerannt, wenn ich das mal so erwähnen darf am Rande. Oder ist es Sarraza gewesen sogar? Ich weiß gar nicht. Hier war Peschko. Wender. Bloß keinen kassieren und wieder in Rückstand geraten und wieder hinterherlaufen. Mann. Was ist denn da los hier? Vorsicht. Abschirm. Und Ruhe. Martin Lanik.
zu Fridolin Schlömpel. Kurz vor der Pause, jetzt 1:1. Und was für ein Spiel. Augsburg führt gegen Hertha. Jetzt, wieso gibt es da keinen schnellen Einwurf mal? Ich frage mich das jedes Mal. Oh, gerade so vorbei. Schön. Nein, ich Depp. Ja. Ich hab's vergeigt. Das war alles meine Schuld, ich geb's zu. Auch schade. Naja, 1:1 hier. Dank Lukas Podolski und Schürrle. Ja, die beiden Konkurrenten in der Nationalmannschaft. Und die haben sie beide getroffen. Und beides ja auch wirklich spitzenklasse Fußballer. Ja. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Highlights gab es jetzt nicht so viele. Und hier in der heutigen Begegnung. Augsburg 1:1 gegen RB SC Berlin. Stuttgart führt 1:0 gegen Freiburg. Wolfsburg führt 2:0 gegen Hoffenheim. Und Bremen führt 2:0 gegen Nürnberg. Also das heißt, unsere Konkurrenten oben holen alle Punkte. Stuttgart, Wolfsburg und Bremen. Das heißt, wir müssen uns ebenfalls anstrengen. Wir müssen uns anstrengen und ebenfalls Punkte holen. Ja. Was nicht leicht wird gegen Leverkusen. Aber es ist noch eine ganze Hälfte da, wo wir das vielleicht schaffen können. 2:1. Oh. Hoffenheim. Ja, können wir nur hoffen, dass Hoffenheim gewinnt. Ich setze meine Hoffnung alle in Hoffenheim. Oh, schade. Ah, schade. Der coole Cole Phelps. War nicht schnell genug. Ach, schade. Vielleicht dachte ich, könnte ich den noch in der Luft abfangen, aber nix da. Der Ball war weg. Der Ball war weg. Fujikato. Ich muss in der Mitte bleiben, leider. Ja, ist okay. Wow, Fridolin Schlömpel. War sich da beim Kopfballduell am Messen? Na, wissen wir, der ist nicht gerade der stärkste Kopfballspieler. Wieso passt er denn nach ganz vorne und nicht erst zu Friedchen? Ein bisschen zu fest gedrückt vielleicht. Dass er das als sehr, sehr weiten Pass interpretiert hat. Phelps jetzt nochmal. Schön. Pams! Och, du ja, Heilige. Wir müssen das ein oder andere mal abziehen jetzt. Den hätte ich gerne nochmal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie weit der jetzt drüber war. Schade. Schön, schön weitergeleitet. Nochmal zurück. Nova steht da ganz schön frei. Ja. Ach, schade, der kam nicht durch. Sam. Bender. Ach. Der Bender war auch mal ein Roboter, oder? Hat er nicht mal bei Futurama mitgespielt? Ja. Jawohl, geh. Letzter Platz. Mal zurück. Schön hier. Und jetzt, komm. Ach, gerade so in letzter Sekunde haben sie sich noch da reingeworfen. Defensive von Leverkusen macht einen verdammt guten Job hier, ja, auch. Ja, absolut. Blocken die ganzen Fernschüsse ab. Schmeißen sich mit ihrem ganzen Körper ins Geschehen. Schön. Gut gemacht. Sascha Rita, was macht der hier da vorne? Ah. Ja, sorry. Ist ja, also da ist er wirklich falsch aufgehoben. Ja, aber geht. Tore kann durchaus auch schießen. Ja, der ist aber nicht gerade der Schnellste. Nee, deshalb passen. Rita direkt. Ey, was ist das denn? Da wurde ich aber ganz klar festgehalten. Stuttgart führt übrigens 2:0. Mittlerweile. Oh, ganz dummer Fehlpass hier in dieser Situation, den wir uns eigentlich nicht erlauben können. Aber er macht es wieder gut, der Jérôme. Und klärt das Ding. Da wird gewechselt. Ballack geht raus, Balisch kommt rein. Beide können sie mit Bällen umgehen, mit Balls. Ja, ein taktischer Wechsel ist es nicht. Sehr ein positionsbedingter Wechsel. Wo passen die denn hin? Haben wir da vorne keine Anspielstation, dass man einfach mal nach vorne passen kann? Oha, oha, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt Konzentration, höchste Konzentration. Ein Gegentor könnte die Entscheidung jetzt sein. Im zerfahrenen Match gegen Leverkusen. Schön Fridolin Schlömpel, der dribbelt wirklich manchmal wie ein junger Gott. Aber das ist er ja auch, ne? Der Mann mit den meisten Trikotverkäufen beim 1. FC Köln. Ah! Lukas Podolski
beziehungsweise ich habe mir diesen Fehler erlaubt. Schön. Ich leite nochmal weiter. Wunderbar, kommt durch. Und die Mitte steht. Ah! Ja, die Leverkusener Mitte leider auch. Die Leverkusener Mitte ebenfalls. Ab durch die Mitte. Ist da nicht. So, jetzt können wir uns wieder formieren. Wenn sie vielleicht mal durchrennen sollen, die Leverkusener. Aber da kommen auch einige an. Oh, Backe. Ganz schlimmer Fehler hier. Ganz schlimmer Fehler. Wrong zur Stelle. Gerade so. Mit der Pille hier. Ja, Einwurf für die Leverkusener. Die nochmal wechseln. Und vielleicht sollten wir es auch noch tun. Vielleicht nochmal Jajalo rein. Nein, so schlecht war der gute Mann nicht. Probieren wir es nochmal, oder? Ja. 77. nochmal frischer Stürmer. Den können wir eigentlich gebrauchen. Guck mal hier auf die Fitnessskala. Vielleicht Sarraza sogar raus mal. Und Jajalo dafür rein. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Kann man versuchen. Dann kann er sich mal schonen ein bisschen. Kommt durch. Und Lukas Podolski hat aber direkt 5 Spieler um sich rum immer. Ah, Novakovic. Lukas und Jajalo stehen in der Mitte. Ah, der Ball kommt nicht durch. Der Ball kommt leider nicht durch. Aber immer noch, die Chance für den 1. FC Köln hier. Zum Ende hin, 80. Minute. Fridolin Schlömpel. Der wurstet sich durch. Und er wurstet sich verdammt. Oh. Schade. Adler ist dran. Und der ist ja nicht umsonst ein guter Torhüter. Genau, ist nichts dabei. Sowohl vorne als auch hinten nicht. Oh, Bedrängnis hier. Und ein schwacher Oberball. Bender jetzt am... An der Pille, Schürrle. Oha. Schön. Ey, der Ball läuft mich hier vor. Ey, dann haut mich da weg. Hakt der danach wie so ein Irrer. Was ist mit Jajalo los? Der ist aber auch viel gelaufen. Aber der hat es gut gemacht gerade. Hat die Situation bereinigt. So, und jetzt sind Fridolin Schlömpel. Ab durch die Mitte. Oder eben halt auch nicht durch die Mitte, sondern an der Seite lang. Novakovic. Schade, ja, kann viel ich nicht zu brauchen. Langsam da. Und fault auch noch. Oh wei, oh wei. Wei, wei, mit dem kann man gar nicht mehr laufen, mit dem Opi. Außen. Nochmal zu Frido, oder? Jetzt ist es ein bisschen spät, glaube ich. Einwurf für uns, egal. Komm, ich probiere jetzt mal. Man kann auch nicht schnell einwerfen. Das nee, das manchmal. Regt mich tierisch geht auf. Geht nur manchmal irgendwie, ne? Dadurch haben wir schon so viele Bälle verloren. Okay, Nova nochmal mit Flankenschlag. Schon wieder abgeblockt die Flanke, also ist nicht seine Stärke. Nee, absolut gar nicht. Nachspielzeit. Wir sind in der Nachspielzeit. Jetzt geht's um die Wurst. Wer kann hier nochmal eine Torschance für sich entscheiden? Oh. 1:1 immer noch hier im Hexenkessel in Köln gegen Leverkusen. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Was? Na, pfeift ab. Haben sie nochmal schön Zeit gespielt. Da pfeift ab. Haben sie nochmal richtig Glück gehabt. Haben sie gemerkt, Mensch, die Kölner, die geben jetzt mächtig Gas. Wir müssen mal tun. Schnell nach hinten zurückziehen. Irgendwie Zeit spielen. Und zack, ist das Spiel zu Ende. 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Ein Ergebnis, mit dem ich mich persönlich nicht zufrieden geben kann. Nee, zufrieden können wir uns auch nicht geben. Nachdem wir vorher 3-mal gewonnen hatten, haben wir jetzt nicht gewonnen. Einerseits kann man sagen, okay, die Siegesserie ist unterbrochen. Andererseits kann man auch sagen, wir sind jetzt mindestens 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Aber eine torlose zweite Hälfte gefällt mir einfach nicht. Wer zu Hause mit einem 1:1 in die Kabine geht, muss eigentlich rauskommen und heiß sein auf ein zweites Tor. Und das habe ich bei uns ein bisschen vermisst. Absolut, hat nicht geklappt heute. Leider Gottes. Hier im Rhein-Energie-Stadion. Das war nix. Ja, vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass die ganzen Konkurrenten oben gewonnen haben. Ja. Das ist natürlich fast eher wieder ein Rückschlag für uns. Hier nochmal die anderen Ergebnisse. 1:1 Augsburg gegen Hertha, die interessieren uns eh relativ wenig. Stuttgart gewinnt 2:0 gegen Freiburg, Wolfsburg gewinnt 3:1 und auch Bremen gewinnt sein Heimspiel 4:0 gegen Nürnberg. Und Nürnberg, die ja wirklich ab sofort eine Misere haben, gegen 2:0 gegen die 4:0. Ja, Spieler des Tages ist wer? Kadlec. Ja, der war verdammt stark da außen. Wirklich. Ja, hat echt einen guten Job gemacht. Kann man nicht durch. Ja, Leverkusen. Leider gucken wir uns mal die Spielinfo an. Und wir wären sogar, wenn man mal die Schüsse betrachtet, vielleicht sogar ein verdienter Sieger gewesen. Ja, wir waren zwar die bessere Mannschaft, das ganze Spiel gesehen, aber Ein 1:1 war schon ein recht faires Ergebnis.
Wir haben doch früher einkassiert. Das war unser Problem. Auch wieder durch eigene Blödheit. Ja, das stimmt. Dieser Rückpass, den ich hätte passieren dürfen, das war einfach nichts. Das war einfach ärgerlich. Und es war auch mein Fehler, aber auch ein bisschen komisch, weil ich eigentlich gar nicht dahin passen wollte. Egal, immer noch sechster Platz und Leverkusen. Ja, es sei denn, Dortmund gewinnt halt jetzt. Ein Nachholspiel, dann sind wir wieder auf Platz 7, ne? Glaube ich. Ich kann mal kurz nochmal auf die Tabelle gucken. Statistiken, Bundesliga und die Ligatabelle haben wir hier. 23 Spiele, ja gut, Dortmund hat nur eins. Die können uns auch einholen, weil die ein deutlich besseres Torverhältnis haben, aber mehr als auf Platz... Doch, Hoffenheim auch. Nee, Hoffenheim nicht. Nee. Doch, Hoffenheim... Nee, die haben auch 23 Spiele. Ja. Siebter könnten wir werden. Andererseits sind wir auch oben an Schalke, immer noch auf einen Punkt dran. 5 Punkte weiterhin auf Platz 4, dadurch, dass wir die Punkte geteilt haben gegen Leverkusen. Naja. Aber es kommen auch schwächere Gegner als Leverkusen. Und da müssen wir wie in der letzten Zeit auch die Punkte holen. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus für uns. Ja, wie zum Beispiel Hoffenheim. Die auch nicht schlecht sind unbedingt. Nee, die sind verdammter Konkurrent tatsächlich. Verdammter Konkurrent. Die müssen wir jetzt auch schlagen. Im nächsten Spiel nämlich, genau. Am 9. März. Da hätten wir da wieder ein bisschen Abstand. Hätten, Fahrradketten. Ja, hätten, wollen, gerne. Möchten, ja. Bitte. Ich hätte Siege gerne in der Tasche für 1. FC Köln virtuell hier im Platz auf dem Fußballfeld. Ja, ich auch. Ja, so ist das nun mal, ne? Ja, haben wir leider nicht, aber wir geben trotzdem das Beste, liebe Sportsfreunde. Wir sehen uns in Kürze wieder, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 12. Bis dann, bleibt am Ball.